Wer sägt denn hier? Okay, also irgendwie ist das Spiel gerade... ja, also es war, glaube ich, nicht das allererste Mal im kompletten Spiel, aber jetzt seit den Streams. Und das auch nur, weil dieser eine Idiot mit seinem Speer in das Ölfass gestochen hat. Macht man ja auch nicht. Okay. Oh! Gerüst. Ja. Was sind die denn jetzt aufmerksam geworden? Ali hat Krach gemacht. Herr Krachmach kann auch alleine kämpfen. Ja, wirklich, Ali. Aber Ali hat mir jetzt zu meiner Trophy verholfen. Endlich die Rauchbomben-Trophy fertig. Für unser Dank. Ali wird uns Rache üben lassen. Für Veshi. Ihr habt hier nicht mal Loot hinterlassen. Undankbar. Deine Männer sind frei. Jetzt muss ich Wasif finden. Direkt über uns ist ein Signalfeuer. Wird es entzündet, ruft es die ganze Garnison auf den Plan. Die Wachen kommen dann zu uns. Und ich finde einen Weg in sein Gemach, solange er allein ist. Gut, ich entzünde das Feuer. Denk an unsere Abmachung. Wie könnte ich die vergessen? Ich will nicht, dass Ali ihn umbringt. Ich mach das. Ich mache hier schließlich die ganze Arbeit. Da ist doch irgendein Metall beigemischt bei dem Feuer, so rot wie das ist. Ja, Ali, jetzt mach du das mal. Suchen uns hier einen Weg. Dein Ernst, Basim, du sollst... Der ist jetzt hier drin, wo ich gerade schon war. Muss anhalten. Hm.
Jetzt fallen lassen, die Tür. Boom. Seine Aufständischen greifen die Garnison an. Erbitten Verstärkung. Versiegle den Brief. Wird die Tür aufgebrochen, schlüpfe hindurch und bringe ihn zum Kalifen. Auf Leben und Tod. Ja, ja, Saidi. Was war das? Könnte gefährlich sein. Ups. Das war nicht der Plan. Du bist so schmächtig und schwach. Und du bist plump und langsam. Ich werde dich langsam töten mit bloßen Händen. Dazu müsstest du etwas schneller sein. Dein Freund jaulte wie ein Hund, als ich ihn aufgespießt habe. Welchem Tier wirst du wohl ähneln? Einem Schwein wahrscheinlich. Abgenommen, der vom Himmel fiel? Ein Symbol der Freiheit. Ein Wort, das du nicht oft benutztest und nie wieder benutzen wirst. Oh. Das ist also Freiheit. Und doch sehe ich keinen Ausweg. Wie zärtlich immer mit der Feder. Hallo Susi, schönen guten Abend. Die Bosse an sich sind relativ leicht zu töten. Der Weg dahin ist meistens das Schwierigere. Das finde ich aber im ganzen Spiel schon so. Die Bosse am Ende sind nicht so schwer bis jetzt. Der Weg dahin ist aber anstrengend. Ich glaube, unser Djinn bekommt gleich ein Gesicht. Oder bald. Entweder Snihal oder Roshan. Oh oh. Ich glaube, wir kämpfen gleich gegen Ali. Was er wollte, okay. Wir müssen uns den Weg hinaus freikämpfen. Oh nö. Der Umschwung beginnt nun mit uns. Mir nach. Ob das so gut ist? Warum kämpfen Sie noch? Ihr Heerführer ist bereits tot.
Allah kämpft mit uns! Wir von hier! Folgt mir! Bleib zusammen! Verstehst du das unter Freiheit? Hier deinen Weg aus einer Garnison frei zu kämpfen! Wieso? Fehlt dir der Mumm für einen ehrlichen Kampf? Nein, ich bevorzuge nur ein ehrliches Attentat. Ich hoffe, du bildest deine Leute besser aus als der Heerführer. Der Kampf ist schon beinahe vorüber. Aufpassen! Und die mit dem Speer sind halt schon echt assi. Keine Ausdauer mehr. Jemand sieht mich doch! Gott, ihr seid... Wow. Ich wollte hier gerade alle wiederbeleben. Ich brauche euch noch. Danke. Oh, geschafft! Das war knapp. Nicht knapp. Unvermeidlich. Wir warten! Nicht mehr. Du stirbst, du! Augenblick! Wow! Was hier, Flammenwerfer oder wie? Womöglich spricht sich unsere Sache doch mehr, was hier zugeht. Das war der letzte. Nehmen wir denselben Weg, auf dem wir reinkamen. Oh nein, Sadiki. Wir gehen durch das Haupttor. Erstmal looten. Ich lese Chat gleich nach, okay? Ich kann gerade nicht. Obwohl, ich glaube, Kampf ist vorbei. Ah ne, das Gerüst lasse ich nicht einstürzen, dann bin ich wieder besichtigt, Mensch zu töten. Das ist ein guter Tag. Wir treffen uns im Bruderschaftshaus. Unser Kampf beginnt! Wir finden Freiheit oder den Tod! Allah ist groß! Es gibt keinen Gott außer Allah! Allah ist groß! Es gibt keinen Gott außer Allah! Allah ist groß! Es gibt keinen Gott außer Allah! Ich sollte zurück zu Fulat, ins Bruderschaftshaus. Erstmal kurz hier Fahndungsbild entfernen. Ich falle besser nicht auf. So. Wir laufen das Stück. Und ich klau noch ein bisschen. Wenn's okay ist. Euch. Ich muss jetzt nämlich wieder meine ganzen Hilfsmittel auffüllen. Achso, war da mal Chat. Das neue Kopfhörer. Nice. Ich hoffe, die sind gut. Was ist am besten und was geht gar nicht? Sneakers, Trix, Mars, Bounty, Milky Way. Oh, Taschendiebstahl.
Twix ist am besten. Und in Anführungsstrichen gar nicht geht Bounty, weil ich einfach nicht so, ich mag Kokos nicht so. Aber ich finde Milky Way finde ich auch sehr gut. Ja, Milky Way ist auch mega. Snickers, Mars, ja, dann eher noch Mars als Snickers. Ich habe tatsächlich von diesen ganzen, dieses Mars, Snickers, ich weiß gar nicht, ob es Milky Way, Twix, Eis und so, da habe ich noch nie was von gegessen. Ja, aber Susi, das heißt, du kannst Bounty essen aus den Mischpackungen. Und ich bin vollkommen fein damit. Und Nico ja auch. Also Kokos geht halt mal. Also was ich ja zum Beispiel super gerne trinke, ist Müllermilch, Pistazie, Kokos. Das trinke ich super gerne. Und da ist ja auch Kokos drin, ne? Wie der Name schon sagt. Und das ist okay. Aber bei Bounty ist das so viel Kokos auf einmal. So ein bisschen Kokos, okay, aber nicht zu viel. Die ist beste von Müller. Ja, die und Nocciola Nuss. Und manchmal auch die saisonalen Sorten, die sind manchmal gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Das war nicht der Plan. Tina hat wenigstens guten Geschmack. Ja, also bei Kokos ist halt dann zu viel Kokos. Bei Bounty meine ich. Kokos ist zu viel Kokos. Mhm. Hier kann ich klauen. Sehe ich schon. Falsch gesehen. Obwohl, warte, im Bruderschaftshaus kann ich doch auch auffüllen. Danke, Susi. Liebe Grüße an deinen Mann zurück und ich freue mich auch sehr. Und Susi, ich war heute in der Apotheke und wollte mir das holen, was du mir empfohlen hast, aber das hatten die nicht da. Jetzt habe ich mir wieder irgendwelche Lutschpastillen aufplappern lassen. Und ich habe noch 2 Coroni-Tests mitgenommen. Also ich mache trotzdem Freitag einen Test. Zur Sicherheit, dass wir wissen, was Phase ist, aber am Ende kann ich es eh nicht mehr ändern. Meine Schwester hat heute nochmal gefragt, nach dem Plan, wie wir das nun machen. Und ja. Aber ich freue mich auch aufs Wochenende. Das wären ein paar gute 24 Stunden. Schade, vielleicht helfen die Lutschdinger. Ja, mal gucken. Ich habe gerade schon 1 gelutscht. Auf jeden Fall gibt es das schon Jahrhunderte wahrscheinlich, weil ich kenne diesen Geschmack. Ich kenne diesen Geschmack und ich meine, ich kenne ihn aus meiner Kindheit. Irgendwelche Halspastillen. Ich hatte heute auf Arbeit wieder einen so einen richtigen Hustenanfall. Ich konnte nicht mehr aufhören zu husten. Ich musste dann das Gebäude verlassen und raus in den Regen gehen. Und dann wurde es besser. Es ist wirklich, die Luft im Büro ist ganz schlimm.